Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolp und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Pokémon Schwert. Ja, schön, oder? Zum ersten Mal ein Pokémon-Spiel auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in irgendeinem anderen Projekt, aber ich bin ja eigentlich ein riesengroßer Pokémon-Fan. Ich war schon dabei seit Pokémon Rot und Blau, habe jede Edition gespielt. Nicht unbedingt jede durchgespielt, aber ich habe jede gespielt und ja. Deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass hier endlich mal ein Switch-Spiel rauskommt mit Pokémon. Ich meine, es gab auch noch schon mal ein anderes hier, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Weil da ist ja, keine Ahnung, ich habe mich eher auf dieses Spiel konzentriert. So, jedenfalls, ihr fragt euch sicher, warum ich euch hier begrüße und nicht in so in-game, in so ein Titelbildschirm oder irgendwie sowas. Aber ja, sobald ich hier drauf drücke, kommt direkt mal irgendwie so eine Sprachauswahl oder welchen Charakter möchtest du spielen? Also ja, geht direkt los. Deswegen habe ich noch mal beendet, bin direkt hier zurückgegangen und ja, könnt ihr auch mal sehen, was für Spiele ich habe. Ne, Fire Emblem, Luigi's Mansion, Splatoon. Das ist mein Lieblingsspiel bisher. Und ja, gut. Ich will noch so ein paar Sachen hier sagen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auf dem Bildschirm hier irgendwie so eine Nachricht einblenden, wo ihr hinskippen könnt, um mein Gebrabbel hier alles zu überspringen. Also boom. Und ja. Was weiß ich über dieses Spiel? Das Spiel ist relativ blind, habe ich auch in dem Titel jetzt wahrscheinlich reingepackt. Und ich weiß nur so eine Handvoll von Sachen. Ich weiß von Facebook, also ich habe hier Nintendo, wie nennt man das, abonniert, gefollowt, ich weiß gar nicht, wie man das Facebook nennt. Jedenfalls habe ich die abonniert, sage ich mal, und die haben hin und wieder mal so ein paar Informationen hier so gezeigt, so was für Pokémon erwarten euch in der sogenannten Galar-Region, was sozusagen Pokémons Version von England sein soll, so wie ich das verstanden habe, und was für Spielmechaniken es noch gibt und so. Also die Sachen, die da so erwähnt wurden, habe ich dann so ein bisschen mitbekommen. Ich habe mich versucht, da so weit wie möglich fern von zu halten, aber ja, so ein paar Sachen bin ich dann doch drüber gestolpert. Den ersten Trailer habe ich mir auch mal angesehen, der als das Spiel veröffentlicht wurde, aber das müsste es auch eigentlich gewesen sein. Ich weiß, wie die Starter aussehen. Ich weiß, dass ich ein bestimmtes Pokémon in meinem Team haben will. Und ja, das war es dann aber auch. Vom restlichen Pokédex weiß ich nichts. Und die meisten Pokémon, die ich auf Facebook gesehen habe, die sind auch schon wieder entschwunden. Also, die könntest du mir jetzt zeigen. Und ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht mehr daran erinnern. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich. Und eine Spielmechanik weiß ich noch. Also, was sozusagen die Mega-Entwicklung ersetzt. Für die, die das jetzt nicht wissen, will ich jetzt auch nicht spoilern, aber ja, das war's mehr oder weniger und ich würde sagen, wir können dann auch hier anfangen, falls ich nicht irgendwas vergessen habe. Ich überlege noch mal ganz kurz, weil sonst heißt es am Ende, hey, das hast du schon vorher gewusst, du hast uns alle belogen und so, ne? War es genauso wie mein Dark Souls Let's Play damals, ey. Auf meinem englischen Kanal, wenn ihr Fire Emblem zum Beispiel gucken wollt, dann könnt ihr auf meinen englischen Kanal gehen, da könnt ihr euch das angucken. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht, jetzt gehen wir mal rein. Pokémon Schwert, Start, boom. Und ja, dann fängt es auch direkt an, ich freue mich. Ich hätte schon mal eher irgendwie ein Pokémon-Spiel Let's Played, aber die einzige Möglichkeit, die ich gab, wäre irgendwie ältere Spiele per Virtual Console irgendwie zu Let's Playen oder mit einem Emulator und dann ist mir alles irgendwie zu doof. Deswegen habe ich geduldig auf einen neuen Titel gewartet und ich würde gerne auf Deutsch spielen. Und ja, jetzt sind wir hier. Weiter als bisher habe ich noch nicht gespielt. Das war echt eine schwierige Wahl, mich zwischen den Charakteren jetzt zu entscheiden. Ich finde ehrlich gesagt, wie in jedem anderen Pokémon-Spiel, dass der weibliche Charakter viel besser aussieht, also vom Design her und so, aber ich war trotzdem einen männlichen Charakter spielen. Ich habe übrigens auch Pokémon Schild und das werde ich privat dann auch so ein bisschen zocken. Allerdings immer nur bis dahin, wo ich in diesem Projekt hier gespielt habe. Also sagen wir mal, ich erreiche hier die erste Arena, habe die erste Arena geplättet und so. Dann werde ich Pokémon Schild offscreen so für mich nur bis zu diesem Punkt dann auch spielen. Also ich werde nie weiterspielen, als ich eigentlich im Projekt bin. Was mich auch erinnert, wie gesagt, das Spiel ist blind, ich weiß nicht viel, ich will keine Tipps, ich will keine Spoiler, ich will nicht wissen, ey, fang dieses Pokémon, wenn du das entwickelst, dann wird das zum Typen dies und das und so, da wird zum Typen mega und ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nichts dergleichen irgendwie
reinschreibt mir in den Kommentaren, falls ihr überhaupt Kommentare schreibt. Und ja, worauf wollte ich damit eigentlich hinaus? Ja, ich werde wahrscheinlich im Pokémon Schild den weiblichen Charakter spielen, aber hier spielen wir den männlichen Charakter und jetzt machen wir mal weiter. Ja. Gut. Boom. Nennen wir uns in Pokémon Spielen, nenne ich mich eigentlich immer in meinen Real Life Name, also nicht Daniro, weil das weiß ich nicht. Die Namen in Pokémon sind immer irgendwie eingedeutscht, deswegen deutsche ich mich auch immer ein bisschen ein. Und ja, da unten sind die Inkognito-Zeichen. Jetzt sind gar keine Inkognito. Egal. Gut, dann geht's auch mal los nach 6 Minuten. Und okay, was? Wollte schon sagen, hat sich hier irgendwie E-Shop oder so geöffnet. Anscheinend nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur mit zaubernder Städte. Also es ist nicht unberührt. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir im Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Genau um diese Pokémon geht es hier. Komm mal. So, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was das ist. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. In den Tiefen des Meeres, des Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, indem sie die Pokémon, die was im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Yeah. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Showkampf unseres Champs, Deleon. Sehen wir direkt mal, wie unser letzter Gegner höchstwahrscheinlich aussehen wird. Also läuft ja normalerweise der Champ ist immer der letzte Pokémon-Trainer. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Deleon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Glurak, Dynamax. Und ja, da ist die Funktion, die ich angesprochen habe vorhin. Glurak mega so aktiviert und jetzt Pokémon Schwert aktiviert. Alles klärchen. Na, lass mal sehen. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Nicht so laut, dass man Echo im Mikrofon hört, aber damit ich überhaupt was höre, ne? Na, guck mal, ich hier. Ja, meine Hosen sind voll kaputt. Der Weg ist, der wird hier einen Anfall kriegen, wenn er sowas sehen würde. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Ja, wer bist du? Hey Daniel, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder drauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch sein Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Nee. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch mal schnell Daniel abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denke an deinen Beutel. Wir stürmen bestimmt einen Mitbringsel ab. Ich warte auf dich. Das ist sowas von meinem Rivale. Pass auf. Alles klar. Schön. Und man sieht auf diesen Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Ich auch. Ein umgebauter Kabine. Jetzt selbst im tiefsten Winter. Okay, ich werde nicht alles, werde natürlich nicht alles hier nachgucken, aber man kann ja nicht wissen. Vielleicht sind ja mal Sachen irgendwie versteckt oder so, ne? Zeitschrift nur Pokémon und nicht nur über Pokémon, über nichts anderes. So, warte mal hier schon mal. Ich kann schon mal speichern, ich kann Einstellungen vornehmen, das würde ich gerne mal machen. Textgeschwindigkeit, Animation. Nichtwechsel, um das Spiel ein bisschen schwieriger zu machen.
Teambox, WLAN Transfer, keine Ahnung. Anschneiden. Spitznamenanfrage. Bewegungssteuerung, vertikale Kante, automatisch speichern, da würde ich gerne ausschalten, weil man weiß ja nie, ob irgendwas bei der Dings hier bei der Aufnahme oder so schief läuft und so. Die einhändige Steuerung, nein. Anscheinend weder ob der Link und den Spitznamen der Pokémon angezeigt werden. Videosequenzen. Videosequenzen abschalten. So, wie sieht denn die Galar-Region aus? Hey, da schon wieder ein Rotom als Pokédex, Smartphone, was auch immer. Okay, cool. Sehr geradlinige Karte, finde ich. So, und ich tue natürlich schon mal das hier irgendwie. Obwohl, wir haben jetzt noch nichts zu tun, vielleicht später. Keine Ahnung, ich höre irgendwie so immer, wenn ich irgendwie so Videos auf YouTube oder so sehe, irgendwie, das soll irgendwie das schlechteste Pokémon-Spiel aller Zeiten sein. Und ja, was ich ein bisschen unfair finde, weil das Spiel ist noch nicht mal draußen und Leute sind schon seit Monaten irgendwie sich am Beschweren, ob irgendwie das Spiel voll kacke ist, was ich irgendwie sehr unfair finde. Und ja, ist das hier nicht mein Zimmer? Mein Zimmer ist, nee, das sieht aus wie ein Pikachu, geil. Und Evoli natürlich. So, ich hab's in den alten Beutel deines Papas. Ich habe einen Papa. Oh ja. Ich hoffe, man kann sich andere Klamotten irgendwann holen. Ich glaube, das war sogar möglich, oder? Öffnet das Spielmenü. Habe ich schon alles nachgeguckt. Danke. Ja, weil ich, wie gesagt, alle Leute beschweren sich über das Spiel, bevor es irgendwie schon draußen ist, schon Monate vorher. Und hey, eine Switch. Und ja, weiß ich nicht, finde ich ziemlich dämlich. Also warte wenigstens, bis das Spiel erstmal draußen ist, bevor irgendwie sagt, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und ja, ich bin da ziemlich neutral. Ich erwarte jetzt nicht hier irgendwie das beste Spiel aller Zeiten. Und ja, ist auch Pokémon ist auch jetzt nicht meine absolute Lieblingsserie. Ich mag Pokémon, aber ich habe mindestens, weil nicht 5, 6 andere Spielserien, die ich wahrscheinlich lieber mag als dieses Spiel. Also ja, wenn es gut ist, ist es gut. Wenn es nicht so gut ist, ich stelle mir nicht vor, dass es so absolut schrecklich ist, wie jeder irgendwie sagt. Also ja, jedenfalls weiter. Wenn ich im Wald geht, ja, ich gehe so weit von in den Wald. Das kannst du mal so weit von glauben. Kann ich? Nee, da gehe ich. Alles klar, gehe zu Hopp, der draußen auf dich wartet. Okay, das erste, was ich mache, ist mir eine anständige Hose zu kaufen, wenn das überhaupt möglich ist. Ja, ich komme ja schon, Mann. Oh, Knuspi. Ja, wir sind wieder irgendwie Sohn von irgendwie Pokémon-Züchterin, Trainerin oder so, war da, glaube ich, ein X und Y. What? Oh, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Ey. Schau mal, ein Wolli, was machst du denn da? Was macht es denn da? Lass mal schön den Zaun in Ruhe, der hat ja noch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wo, Olli? Das ist eine sehr blöde Frage, aber ist halt ein, ja klar, das ist ein neues Pokémon. Ich glaube, da ist irgendwie jeder irgendwie durchgeredet, als das irgendwie veröffentlicht wurde oder so. Ich überlege die ganze Zeit, ist das ein neues Pokémon? Ich brauche, bin ich so schlecht im Pokémon? Hoffentlich hast du es begriffen, aber jetzt, zu uns, Daniel. Gut, zum Glück ist auf meiner Aufnahme immer eine Verzögerung. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit einem großen Beutel auf den Rücken hast du keine Chance gegen mich. Das Ding rollt einfach hinterher. So. Ja, wahrscheinlich so viel Zeit wie möglich. Ja, guck mal, der ist schon weg. Ich habe keine Chance gegen den. Hi. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ey, das ist doch wie ein Rot und Blau. Man kann jetzt mit anderen Leuten kämpfen, austragen, Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Gibt es nicht irgendwie jedes Mal irgendwie so einen Typen, der sagt, oh, die Technologie ist so awesome? Daniel, Hopp wartet auf dich. Entschuldigung, Hopp. Schau doch erstmal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst.
Okay, ich kann die ganze Stadt von hier aus schon mal sehen. Also ist richtig gut gemacht, finde ich. So. Ja. Also ein sehr kleiner Pokémon Ring Kampf Kampffeld. Das ist klar. Ja, sehr englische Vibes hier alles. Ich meine, es soll spezifisch irgendwie an London irgendwie angelehnt sein. Ich meine ja, ne? Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Daniel ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Deleon? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und dein Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute im Bahnhof von Brassbury ankommen. Ah, dann gehe ich mal besser ihn abholen. Deleon hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Ja, das kenne ich. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger. Hopp! Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt. Stimmt's, Daniel? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ja, ich habe so ein Gefühl, er ist wieder so ein hyperaktiver Typ, wie der aus Diamant und Perl. Hi. Ah, da ist er doch. Ich wollte schon sagen. Also kriegen wir vom Champ jetzt. Okay, ich dachte jetzt, ist der jetzt der Professor? Ist der Champ? Also ist der. Kriegen wir vom Champ jetzt irgendwie Pokémon? Hi. Für Hopp ist. Was? Für Hopp ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Krass. Okay. Bist du? Und ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Boah, gut, ich meine die Cappies an, ne? Ja, es ist hier schön irgendwie Gewicht am Stemmen. Boah, Maschumai und Gengar. Der hat irgendwie den seine Pokémon oder was? Spoilert mich doch nicht hier. So. Sieht irgendwie nicht aus wie ein Rucksack, das, weil jetzt ist ja auch jetzt irgendwie so eine Kiste vom Borderlands genommen und mir die am Rücken geschnallt. Übrigens Fremdwerbung für mein Borderlands Let's Play mit dem Vegas. Hops, zu Hause. Okay. Alles startklar, dann los. Aber pass auf, dass du mit dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe zum Glück meinen Wolli, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Okay, das ist so, so was von meinem Rivale. Ich hoffe wirklich, der folgt mir jetzt nicht um die ganze Region. Ne? So wie die letzten anderen Rivalen in anderen Spiel. Da ist ein Pokéball, den will ich haben. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, ja, okay, ist gut. Und da liegt ein Pokéball. Hey. Geh mir meinen Bruder abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne. Mich irgendwie alle Leute irgendwie angrenzen, wenn ich mich denen näher. Ja, guck mal. Ding. Oh Gott. So. Was ist denn da los? So, hier kann mich aber niemand auf. Wenn du keine Pokémon, okay. Ich dachte, verdammt, von mir sieht er mich nicht. Oh, ich will doch unbedingt sterben, Mann. Brassbury. Oh, da sehe ich schon Gluak. Da ist ja bestimmt dieser Deleon. Lass noch so ein paar Jojo Schriftzüge da drüber packen, dann ist das komplett. Hallo Brassboy, euer Champ Deleon ist wieder hier. Was für ein Empfang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist es wirklich. Deleon ist hier. Du und dein Glor gesagt einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich ein unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak. Das ist ja voll winzig, das Ding, sehe ich gerade. Hey, Bruder Herz. Ah, Hopp. Wenn das mich mal mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt.
Lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gute 3 Zentimeter mehr. Gut geraten, dein Blick entgeht wirklich nichts, aber das wundert sich ja keinen. Wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nichts. Hopp, hat mir schon allerhand von jetzt her. Du musst Daniel sein. Ich bin dir Leon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Deleon, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und sein Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Ja, ne? Gut, kann ich jetzt ein Pokémon haben. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. It's Champ Time. Alter, was der alles für Dinge haben. Der macht für alles irgendwie Werbung. Ja, aus wie irgendwie, weil nicht beim Fußball irgendwie so ein Werbeschild. Und der für alles in Gala auf einmal Werbung macht. Jetzt sparen uns nicht länger auf die Folter, Bruder. Jetzt, wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du was etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die allerbesten sein wollt, wie keiner vorher wart, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Aha. Cutscene. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was in euch steckt. Das Pflanzen-Pokémon Chimpel. Das Feuer-Pokémon Hoplo. Das Wasser-Pokémon Memeon. Hoplo. Und ja, ich weiß schon, für welches ich mich entscheide. Ich wollte mir ehrlich gesagt die Entwicklung von denen ansehen, aber dann habe ich mir doch gedacht, nee, lass mal. Ich gehe einfach zu meiner Wahl zurück, die ich im Vornherein getroffen habe. Genug gespielt, kommt bitte mal wieder her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Ich zuerst, ich zuerst. Alles klarchen. Wähle zuerst. Ich habe schon meinen Volley. Oh, okay. Also bitte gar keins. Wie du zuerst. Nee, sagt er zuerst. Also. Mein Wunsch ist das irgendwann mal Rebellin. Okay. Richtig starker Trainer zu werden. Ja, mach ich. Was haben wir hier? Chimpep vom Typ Pflanze strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Scheiße, ich für das Pflanz-Pokémon Chimpep. Lass dir Zeit. Aber vergiss nicht, es gibt hier um die Wahl seines treuen Partners. Hoplo! Hoplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung und des ewigen Hasses. Du hast dir Zeit. Wer ist du nochmal? Das Wasser-Pokémon Memeon ist sanftmütig wie ein leises plätschendes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Vielleicht wird das Wasser-Pokémon? Nee. Gut, ja, ich habe mich von Anfang an schon beim Bestimmtes entschieden und ich bleibe auch bei der Wahl. Auch das ist, dass ich vielleicht Gefahr irgendwie laufe, zu wissen, in was für ein Zweityp es sich entwickelt, aber was soll's hier? Boom, natürlich. Ich nehme Hoplo. So, da ist alles groß und klein geschrieben. Und ja, boom, willkommen in mein Team. Du hast für Hoplo entschieden. Möchtest du den Hoplo einen Spitznamen geben? So. Da oben steht männlich. Okay. Müsste mich auch erstmal wirklich 5 Minuten irgendwie hinsetzen und irgendwie gucken, was für einen Namen gebe ich dem Ding eigentlich. Habe ich irgendwie noch gar keine. Ich wusste ja noch nicht mal, wie er irgendwie auf Deutsch heißt. Also. Ja. Ich bin dann spontan irgendwie auf diesen Namen gekommen. Igni. Das ist Latein und bedeutet Feuer. Naja, eigentlich bedeutet Ignis Feuer, aber Igni, weil warum nicht? Also ja, mein Hoplo Igni, willkommen im Team. Igni wurde in dein Team aufgenommen. Voll kreativer Name, ne? Cool. Ah, du hast ja also Hoplo ausgesucht. Gute Wahl.
Dann entscheide ich mich für Chimpep. Du bist ab sofort mein Partner. Warte, was? Das ist doch Schwäche. Nachteil gegen mich. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Okay, mein Champ nimmt irgendwie Typen Nachteil. Das habe ich mir schon gedacht, top. Okay, dann muss es irgendwann noch mal einen Rivalen geben, der dann irgendwann das Wasser-Pokémon nimmt, ne? Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Daniel ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut wie ich zu werden. Nun ja. Ja, niemand will dich. Du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werden hoffentlich gut Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Ja, okay. Ich habe so das Gefühl, ich muss irgendwann gegen den und die weiterentwickelte Version von dem Teil kämpfen. So, ich werde aber erstmal gegessen. Für unsere Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Für eure Pokémon. Okay, schön. Guck mal, ich hab. Ist das nicht schön? Damit kannst du jemand die Augen aufstechen. Boah. So einen hyperaktiven Typen, ey. Am nächsten Tag gibst du hopp. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinen neuen Pokémon zu spielen. Stimmt's? Ich werde, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und auch Bruder Herz, Daniel und Hopplo haben sich auch schon angefreundet. Das heißt, Igni, sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Waltet immer den Glauben aneinander, geht nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Du, dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo? Was schaust du so? Was schaust du ihn denn dabei an? Wenn ihr jemand dein Rival wärst, dann wäre wohl ich. Na, warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Heute sind Daniel und ich Rivalen im Kampf darum, wer den Rival sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer, aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon Trainer und mit ihnen. Wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. So. Moment mal, ob ihr es verdient, von euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Was daraus werden will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja. Glaubt an neue Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Na komm, ja, genau. Ich glaube, wir sollten ein bisschen weiter auseinander gehen. Seid ihr eure Pokémon bereit für den Kampf? Nein, wir sind zu nah aneinander. Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Dann komm, zeig mal. Da geh bitte ein paar Schritte zurück, okay? Du bist ein bisschen zu nah. Der schmeißt vielleicht den Ball einfach gegen ins Gesicht, ey. Pokémon-Trainer Hopp fordert dich heraus und setzt Volley ein. Ach ja, der hat ja schon eins. Ey, warte mal, der hat doch jetzt zwei Pokémon. Der hat zwei Pokémon, sehe ich gerade da oben rechts. Hier auf den Arm. Auch in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Ja, du Cheater, du. Ja. Okay. So, nur mal so zu checken. Habe ich Tränke? Ich habe drei Tränke. Cool. Kann ich irgendwie nachgucken? Hat mein Ding für ein. Wie nennt man das nochmal? Keine Ahnung. Sanft da. Ich weiß nicht, was sanft ist. Ich sehe auch nicht. Flüchtet schnell. Was ist das für eine Fähigkeit? Großbrand? Ja, okay. Ich weiß nicht, was sanft ist, aber sie sind neutral. Normalerweise sind die Zahlen irgendwie rot und blau, damit man irgendwie sehen kann, was besser ist und was schlechter, aber. Ich glaube nicht, dass sanft neutral ist. Also ja. Gut, Wolli, du siehst mir aus, als wärst du. Oh ja, ich habe keine Feuerattacke. Igni, setz Tackle ein. Oder tritt ihn ins Gesicht. Okay, gut. So, ich werde auf jeden Fall ein paar Tränke benutzen müssen. Und so überlebe ich das hier nicht, Mann. So, komm mal her. Und weg bist du. Erfahrungspunkte erhalten. Bonk. Cool. Angriff. Ja, ist auf Angriff und Initiative. Glut. Oh, jetzt bist du dran. Nicht schlecht. Ich habe noch ein Ass im Ärmel.
nicht wirklich ein Ass, wenn ich schon weiß, was das ist. Also ja, ja, frisst das. Ah, mein Pokémon hat jetzt Erfahrung. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ich habe doch schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Oha. Ob ich mir einen Stock zu kratzen? Wie geht denn das überhaupt? Blut. Verbrannt. Und weg ist das Ding. Rang unterhalten. Bonk. Igni erreicht Level 7. Und Hopp wurde besiegt. Ich hatte zwei Pokémon dabei und trotzdem verloren. Du und Hopplo seid echt krass. Ja, das ist ja. Ich habe jedes Buch und jeden Kampf meines Bruders gesehen. Oh, du bist unglaublich gut. Ich weiß, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Das war ein packender Kampf. Meiner hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft, wenn sie mich auf den Arm nehmen. Er hat uns umgebracht. Er hat euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Daniel. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Kämpf gegen mich. Ja, ich will, dass du Hopps Rival wirst, damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werde. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruder? Jetzt bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf. Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann sollte ich euch zuallererst mehr wissen, wo Pokémon aneignen. Vor allem du, Daniel. Ich schlage vor, ihr besorgt euch ein Pokédex. Wieso vor allem ich? Ich habe gewonnen. Willst du mich ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eures Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Versteht ihr das? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Daniel. Ich mag deinen Enthusiasmus. Hopp! Okay, ich sag dem Professor Bescheid, dass er kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Ja, die Legende von Hopp beginnt hier. Du sollst auch deine Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Ja, okay, aber erstmal speichere ich, weil wir haben jetzt schon wieder 32 Minuten. Das ist doch viel zu lang, Mann. Und ja, Beutel. Noch, jetzt habe ich. Ich habe die Tränke jetzt erst bekommen. Nee, da ist irgendwas. Abenteuerfibel und Angel. Oh, ich habe eine Angel. Cool. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Und hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde den Kanal sehr weiterhelfen. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.